Ja, das übliche Prozedere. Schuhe wechseln, rostiges Tor, rostige Maschinen, ein Steinbruch. Ein seit 20 Jahren verlassener Steinbruch, den wir jetzt betreten. Here we are. Wie üblich, Müllentsorgung auf LPs, nichts Neues in allen Ländern. Vermuten, dass das mal eine Steinwäsche war. Wir sind in einem Basalitsteinbruch und das abgetragene Zeug muss ja dann gespült und von anderem getrennt werden. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und wir vermuten, dass das da die Abbruchkante ist. Auto vorbei. Oh, Hin. das ist ein Kostüm. Komm mal her. Schädel? Ja, war riesig. Oh, das dürfte Kuh sein, oder? Ja. Die Das ist ein Schädel, das Nee, ist die ein Becken. Hälfte. Das ist Dann nur Becken. das. Dann muss auch der Rest sein. Lauter Haare, noch mehr Knochen. Wer entsorgt hier seine Tierreste, bitte? Wahrscheinlich irgendein Bauer, der keinen Bock hat, das Zeug sich ordentlich zu. Hier auch. Ja, auch Knochen, Tierreste. Spooky. Ganz schön dornig hier. Ja, hier nicht mehr, das war ihm schon zu weit weg. Da drüben könnt ihr sehen. Na gut, gehen wir mal nach unten. Zack, hier piekst schon mal nichts, da kommen wieder Dornen. Da ist auch ein bisschen der Dorne drin. Immer schön mit kurzer Hose. Ja. Was soll man machen bei 35 Grad, ne Leute? Ja, ernsthaft, du darfst hier nicht mit langer Buchs rum. Oh, ein schönes altes Auto. Ja, richtig rostige Karre. Was ist denn das? Könnte fast ein alter Golf sein, oder? Oder ein Opel Kadett oder sowas. Hier ein Markenzeichen irgendwie finden. Da ist nichts. Dann ich piekst schon wieder irgendwo dem Schuh. Noch mehr Autos. Ja, ist günstiger als zu verschrotten, ne? Immer das Gleiche. Nee, leider kein Markenzeichen mehr. Dann kann ich euch nicht sagen. Die Profis erkennen es vielleicht. Hier hat irgendwer gezündelt. Boah, die ist ja noch verranster. Und klein, guck mal, wie schmal das Ding da vorne ist. Der Kaktus. Eine Echse verhuscht. Ja, richtig ranzig, das steht hier mindestens die 20 Jahre, die das Ding geschlossen ist. Wahrscheinlich sogar länger. Hier war vielleicht Wasser drin zum Spülen. Runter. Ah, da läuft noch so ein Schaufelrad durch oder was? Hängt da drunter eine dicke Schaufel, wo der Kram wohl darüber wupp über das Seil hier abgeloppelt. Oder von hier kam das Rohmaterial rein, wurde hier hochgeholt, da gespült und hinten rausgeleitet. In eine Richtung ging es auf jeden Fall. Das ist vermutlich der Generator, der das Ganze hier angetrieben hat. So sieht's aus. Sieht gar nicht so alt aus hier. Zäh. Klick. Was ein aller Tank. Ja, hier läuft noch Öl aus, Alter. Was eine Sauerei. Ich stehe mittendrin. Das ist alles Öl. Umweltverschmutzung hoch 10. Ja, das ist immer das Gleiche. Ne? Das wissen die Behörden doch. Und das in dieser schönen Also Landschaft. alles hier, ich stehe mitten in einem See aus Öl. Das sucht immer noch daraus. Ich muss trotzdem hier nochmal für euch gucken. Warum?
Geil, der fette Motor hier. Was ist da? Steuerpult, gucken wir uns gleich an. Hier kam der Strom rein. Hauptschalter ist noch ein. Da unten ist auch noch irgendwas. Gucken wir uns mal das Steuerpult an. So, das Steuerhäuschen. Hier nochmal. Hat er direkt den Blick hier. Was steht denn da drauf? Sind es Umdrehungen oder Grad? Oh, ich hänge schon wieder an der Dorne. Voll durchgerostet hier. Alte Keramiksicherung. Oh, leider nichts mehr an Beschriftung zu erkennen hier. Hier auch verschiedene Hebel, die sich nicht mehr bewegen lassen. Knöpfchen, hier die ganze Verkabelung. Man stand da hier drin. Boah, hier nicht schneiden eigentlich. Hat überwacht Montanari. Direktion Minuten. Ja, Umdrehung pro Minute sind das, glaube ich. Intervallos, 1 Kilogramm. Vermutlich, wie schnell das Ding läuft. Und man hier regeln. So, dann gehen wir uns mal da hinten die Gebäude anschauen. Hier haben wir das Rohgestein aus der Nähe. Das sind schon imposante Felsen. Aber ich wollte euch Gebäude zeigen. Wer sind sie? Was ein Gebäude nennen will. Ein paar Mäuerchen, die hier noch stehen, mehr nicht. Ja, nichts an Gebäuden groß. Ja, da seht ihr nochmal den Steinbruch hier in seiner vollen Pracht. Wer weiß, vielleicht ging der Berg mal irgendwann bis hierhin, aber wurde alles abgetragen. Dann schauen wir mal, ob es da unten noch was zu sehen gibt. Ja, noch mehr abgeladener Zementbetonrest. Und noch vermodernde Fässer, herrlich. Was kann man sich denn Schöneres wünschen? Da unten noch ein rostiger Tank. Oh, aber die Zuwege sind halt ein bisschen arschig hier. Besser. Und ein völlig eingewachsener Tank. Vielleicht sollten wir eher den Weg probieren. Ja, da unten führt wohl noch ein Weg rein. Gucken wir mal, ob wir von da noch was Spannenderes zu entdecken haben. Ah, ist das die erste Lore? Das war so eine Schütte. Hier konnte der Kram reingeschüttet werden und ist dann da unten gelandet. Also wir haben jetzt da vorne ein Feld entdeckt, das bestellt ist. Und hier steht wohl eine Karre. Kann durchaus sein, dass wir hier den Bauern erwischt haben. Oh, das Auto, das fährt aber nirgendwo mehr hin. Mal wieder ein Lost Auto. Okay, Spiegel ab. Karton mit Müll. Eine Maske liegt da noch rum. Guck mal, dann ist das noch nicht so. Eine Maske. Kann auch nicht so alt sein. Schweinerei, sowas. Ja, hier, bestimmte Unfallflucht. Wenn er hier die Karre verschrammt und dann einfach verpisst und hier geblieben. So, ja, Papiere drin und alles. Ist das eine CD? Oh, Guccini. Francesco Guccini. Warte mal hier. Nix. Kofferraum ist zum Glück leer. Man weiß ja nie, was man an sowas findet. Ja, Entwarnung. Nachdem die Karre offenbar niemandem gehört, gehen wir mal weiterschauen. Da drüben ist diese Rutsche. Aus Häuschen. Allerdings verschlossen. Kleine Gartentürchen. Ist auch zu. Gartenlaube von jemandem. Was ist da für ein Gärtchen? Oh, geh da nicht rein. Da ist nur eine schrottige Hütte. Hasenstelle. So, das war der Steinbruch. Weiter geht's zur nächsten Location. Und der dritte Place heute.
Wir stehen vor einer Kristallglasfabrik. Die bisher gut zu aussieht. Wir gucken mal, ob wir einen Eingang finden. Okay, we're in. Und stehen wie immer vor einer Menge Schrott und Müll. Zerschlagene Glasscheiben. Los. Wir sind bei Sardinia Crystal. Nein, kein Labor, eine Kristallglasfabrik. Der sieht ja crazy aus, ey. Hallo? Keiner da. Hm? Nein, ganz sicher nicht. Ja. Obwohl du das nicht wissen kannst, Strom ist hier noch aktiv. Ja, das Ding vorne, da kann man ein neues Schild dran. Aber guck dir das Ding an, wie rostig das ist. Wie schranzig das ist. Ne, keine Kabel dran. Kabel abgeschnitten. Die ist nicht mehr aktiv. Ich sag, hier lagert noch einer Kram. Da drin stehen einige Kartons. Kühltruhe. Ja, dann lassen wir den Teil vielleicht aus und gucken, ob wir den Produktion einkommen. Nein. Die ist ja eh. Ja, verbarrikadiert. Leider alles eingeschlagen. Da sind schon Zuwege im Hallen. Mega rostiges altes Fass. Schutt, Autoreifen. Das große Hallentor. Oh, gammelig rostige Fässer. Nein, das war mein Schwan. So was wird hier hergestellt. Okay, hier ist Schwanz, hier sind noch Papiere. Sardinia Crystal Transmission Fax 98. Protokoll. Listen. Leer. Fernseher. Oh, was sind das denn für Dinge? Mit Ketten? Laufbänder oder so? Also hier käme man auch prinzipiell in die Haupthalle. Aber wir suchen mal einen leichteren Einstieg. Ich habe noch eine etwas verfallene Karre, trotz Kennzeichen. Haben sie 21, also vor einem Jahr, hier ordentlich zugesprüht. Leider auch ein paar Scheiben eingeschlagen. Ah, der Riesenhaufen. Einfach dahin gekippt, brauchen wir nicht mehr. Ja. Ja, hier ist ein Delfin, glaube ich. Könnte mal ein Delfin gewesen sein, aber wer weiß. Das könnte mal ein, ja. Was denn? Ein, darf man nicht aussprechen auf YouTube. Ein längliches Glasgerät mit Rillen. Man kann sich denken, wofür Mann oder Frau das nutzen könnte. Hier auch schön mit so Gold obendrauf. Noch der Rest von einer Vase oder einem irgendwas. Oh, jetzt hätte ich mich fast hier geschnitten auch noch. Komm, irgendwas Tolles will ich doch noch hier entdecken. Alles nur so Bruchstücke. Kaum noch die Form erahnen kann. Das sind die verschiedenen Chargen, ne? Da drüben schwarz-gelb, hier blau-weiß, hier grün. Jo, und einmal hier durch. Allee, hopp. Vorsicht. Ja. Hier haben wir welche gechillt. Mit kleinen Klappstühlchen. Oh, süß.
Ein großer runder Tisch, ein Deckchen. Oh, hier ist versperrt Dokumente. Alles Mögliche. Ach, in die Haupthalle. Das ist mal schmal. Da oben dreht sich noch der Wind. Das meiste ist raus. Die Öfen. Hier noch die Abzugrohre. Boah, alles mit Müll zugeschüttet einfach. Das waren sicher die großen Glasbrennöfen. Ja, Backsteinkammer. Das waren vielleicht so Gussformen. Die Ketten. Oh, die Werksflächen. Hier wurde dann vielleicht der Feinschliff gemacht. Nee, hier gab es Überwachungsgeräte. Oder mehrere. Ach, das war die Überwachung für die Kamera, ganz sicher. Monitor für die Kameras, die draußen hängen. Uralte Tastaturen, Scanner, Drucker. CD-Laufwerk. Ja, weitestgehend leer, bis auf einen einsamen Schreibtisch. Jetzt hier noch ein steinalter Schnaps. Destillo Divino. Wahrscheinlich mehrere Brandy. Wahrscheinlich könnte man den sogar noch süffeln. Schönen Brandy gezischt. Ein paar Glassachen. Das wäre ein Fisch geworden. Das ist wohl auch was Maritimes. Ballen voller irgendwas. Und hier müffelt es auch. Eine klitzekleine Mercedes. AMG. Jetzt der interessante Räume. Lagerbereich. Und ein Kaktus. So, das war's mit der Kristallfabrik. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Place.